Ploppende Colts. Die spannenden Abenteuer aus Pim City. Wir schreiben das Jahr 1869. Vor wenigen Minuten haben sich in der kleinen Stadt Pim City irgendwo im Wilden Westen dramatische Szenen abgespielt. Sheriff Zwickel, der ausgebuffte Gesetzeshüter von Pim City, war am helllichten Tage seinem Todfeind begegnet, dem schrecklichen Gisbert the Kid. Doch bevor es zu einem tödlichen Schusswechsel kommen konnte, zog Sheriff Zwickel ein strategisches Ass aus dem Ärmel. Er konnte Kid dazu bewegen, mit ihm in den Saloon zu gehen und von der sündigen Bardame Hermine eine Rolle Toilettenpapier zu erwerben. Doch in dem Moment, als sie in den Saloon betreten und Sheriff Zwickel höflich seinen Wunsch nach einem Stück Papier zum Ausdruck bringt: Hermine, du fette Drecksau! Schau, dass du Klopapier rausgibst, aber schnell, sonst kriegst du eine Ladung Blei in dein fettes Maul rein! In diesem Moment erkennt die attraktive Bardame den Ernst der Lage, nimmt ihre endlos langen Beine in die Hand und flüchtet schreiend aus dem Saloon. Doch während sich die Menschen im Saloon einen Dreck um Hermines Angstgefühle scheren: Nee, lass sie doch laufen, die fette Kuh. Vielleicht rutscht sie auf dem Pferdeapfel aus und bricht sich endlich das Genick, nicht wahr? Sorgen ihre Schreie außerhalb des Saloons für weitaus größeres Interesse. Einer der wenigen Männer, die sich nicht 24 Stunden am Tag an der Bar mit Gewalt das Hirn wegsaufen, ist der pfeilschnelle und baumlange Deputy Dankwart, der bis vor wenigen Sekunden im Sheriff's Office Büroarbeiten verrichtet hat. Aufgeschreckt von den spitzen Schreien auf der Straße, kombiniert Deputy Dankwart blitzschnell: Ja, das klingt ja so, als würde da draußen wieder jemand eine Katze kastrieren. Und sprintet im Eiltempo auf die Straße, um dem Recht nach dem Rechten zu sehen. Dankbar begrüßt Bardame Hermine ihren maskulinen Retter. So, da ist aber auch Zeit geworden, dass mal einer kommt, wenn ich um Hilfe schrei. Entschuldigung, was? Ich dachte, hier draußen wird ein Tier gefoltert. Nee, haben Sie falsch gedacht. Ich habe um Hilfe geschrien, Idiot. Ja, hätte ich das geahnt. Was dann? Dann wäre ich in meinem Office geblieben. Hallo? Ja. Wollen Sie nicht mal wenigstens fragen, warum ich um Hilfe gerufen habe? Nein, das möchte ich nicht. Also, es war so. Ja. Der Sheriff und die andere Trottelpappnase da sind ins Saloon gekommen, ja, und haben gesagt, geben Sie uns eine Rolle Klopapier, ja, sonst knallen wir Sie ab. Und haben Sie eine Rolle Klopapier gegeben? Nee, natürlich nicht. Ja, dann? Wie, was dann? Dann werde ich Sie wohl jetzt wegpusten müssen. Hände hoch, Sie fettes Miststück! Mit dieser Kaltblütigkeit des Deputies hatte selbst das mit Männern erfahrene junge Mädchen Hermine nicht gerechnet. Verzweifelt sucht sie nach einer Möglichkeit, den Deputy vom Abdrücken seines Colts abzuhalten. Bitte, Deputy, schießen Sie nicht auf mich! Ich hab, was hab ich denn, 16 Kinder! Unsinn! Die ganze Stadt weiß, dass Sie unfruchtbar sind! Dann bin ich bin verheiratet. Mumpitz, jeder Mann hier in Pim City würde lieber freiwillig homosexuell werden, als mit Ihnen zu kopulieren. Ja. Sagen Sie mal, ja, Sie müssen ja nicht unbedingt schießen, vielleicht könnten wir beide uns ein bisschen vergnügen, da würde sich ja kleiner Deputy aber freuen, hm? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, mein Gott, was soll ich denn noch machen, damit Sie mich hier nicht über den Haufen knallen? Ja, wenn Sie mich so fragen... Deputy Dankwart überlegt nur wenige Sekunden und platzt schließlich aus sich heraus. Ja. Deputy Dankwart überlegt nur wenige Sekunden und platzt schließlich aus sich heraus. Ja. Hallo. Deputy Dankwart überlegt nur wenige Sekunden und platzt schließlich aus sich heraus. Also gut, ich lasse Sie laufen. Wenn Sie jetzt Ihr Kleid ablegen, in den Saloon zurücklaufen. Und wenn Sie dann, Augenblick,
Augenblick, ich hab noch was zu sagen. Sie rennen also nackt in den Saloon und schreien so laut es geht. Deputy Dankwart ist der beste Liebhaber der ganzen Stadt. Er hat mich eben genommen wie ein wildes Tier. Ja. Hermine bemerkt sofort, dass sie keine Wahl hat. Langsam lässt sie ihr Kleid über ihre Pfirsichhaut nach unten gleiten. Enthüllt ihren sündigen Körper mit ihrer wunderschönen Unterwäsche und läuft gazellengleich in den Saloon zurück. Deputy Dankwart ist der beste Liebhaber der Stadt. Ihr habt mich gerade wie ein wildes Tier genommen, ihr Drecksau. Deputy Dankwart hat also seinen Willen durchgesetzt. Dass bei Hermines Erscheinen im Saloon sofort alle Biere schal und alle Säfte sauer wurden, interessiert ihn herzlich wenig. Und er konnte ebenso wenig sagen, ob in der Zwischenzeit Sheriff Zwickel und Gisbert the Kid an ihr heiß ersehntes Toilettenpapier gelangt sind. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Ploppende Colts in wenigen Minuten hier auf dem Sender.